Ich weiß auch nicht, was mich reitet. Vielleicht muss es einfach mal raus, weil ich so viel Input kriege. Also, Teil 4 zu Corona und der sogenannten Corona-Krise. Also, mir ist aufgefallen, dass sich alle möglichen Leute an diese, in Klammern, vermeintliche, Klammer zu, Krise dranhängen, um ihren eigenen Vorteil zu sichern. Dazu gehören Personen, Menschen wie der Herr Harald Lesch, wie der Herr Stefan Rahmstorf seines Zeichens, möchte gern Klimapapst, arbeitet am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und er ist aus meiner Sicht ein sogenannter Klima-Alarmist. Und der Herr Schellnhuber, das ist, glaube ich, sein ehemaliger Chef vom Stefan Rahmstorf. Der war auch am PIK und der war auch Berater der Bundesregierung in Sachen Klimafragen. Und der redet also gerne davon, dass die Erde Fieber hätte, wie auch ein Mensch Fieber haben kann. Und dass die Erde brennen wird, wenn wir nicht umdenken. Und dass es also unverantwortlich sei, genauso wie es unverantwortlich ist, wenn junge Menschen alte Menschen anstecken. Bewusst sei es auch ein Verbrechen der Älteren gegenüber den Jüngeren, wenn ein älterer Mensch bewusst mehr CO2 ausstieße, als er es denn tut. Diese Menschen, diese Klimaalarmisten, hängen sich also an das Thema Corona dran und versuchen Vergleiche herzustellen, die im Einzelfall vielleicht sogar stimmen mögen, aber die keinerlei Ähnlichkeit in Richtung Weltuntergang haben. Corona und Klimawandel, es gibt keine wirklichen Zusammenhänge. Wer anderer Meinung ist, kann das gerne drunter posten. Nee, die Grippewelle ist im Winter, wenn es kalt ist, und das Virus verträgt ziemlich sicher auch nicht allzu viel Wärme. Also mit dem Klimawandel, es ist Bullshit. Wer was anderes meint, der möge es bitte posten unter dem Video in den Kommentaren. Wen haben wir noch? Die Feministen, die selbsternannten Feministen, die sogenannten Feministen, die vermeintlichen Feministen. Die SPD ist ganz vorne mit dran. Die Stadtratsfraktion der SPD hat am Ende einer Pressemitteilung, eines Blogartikels geschrieben, dass sie ihr Sitzungsgeld dem Frauenhaus spenden, weil jetzt in Sachen Corona und Quarantäne, das haben sie so nicht geschrieben, aber implizit angedeutet, dass jetzt mehr Männer ihre Frauen schlagen würden. Das mag sein, ich weiß es gar nicht. Aber in vorauseilendem Gehorsam davon auszugehen, dass zusammen eingepfercht sein in der Wohnung auf staatlichen Befehl die Männer jetzt anfangen, ihre Frauen zu verkloppen, ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Es gab letztes Jahr eine Anfrage von der AfD im Stadtrat, die wollte wissen, wie denn die Belegung in Frauenhäusern ist und wie viele Plätze es gibt und hast du nicht gesehen. Und ein Datum daraus ist ein Fakt, dass bei einem Bevölkerungsanteil von zuletzt 8,4 ausländische Bevölkerung, also ohne deutschen Pass, Doppelpass zählt nicht, sondern nur diejenigen, die keinen deutschen Pass haben, machen 8,4% der Dresdner Bevölkerung aus. Darunter sind Studenten, Flüchtlinge, Asylsuchende, auch Arbeitende aus Polen, Tschechien, wo auch immer her, Wissenschaftler. Und unter den 8,4% gibt es welche, die ihre Frau verkloppen. Und im Frauenhaus sind also in dem Jahr 2018 oder 19, da bin ich mir gerade nicht sicher, 49% aller Frauen hatten keinen deutschen Pass. Bei einem Bevölkerungsanteil von 8,4%. Das ist also ungefähr das Sechsfache. Ja, Sechsfache kommt ungefähr hin. Sechsfach überrepräsentiert. Und wenn man das hinterfragt, dann ist man ein scheiß Rassist, ein Fremdenfeind, ein Hasser, was auch immer. Aber es ist kein Problem, alle Männer in einen Topf zu schmeißen und jetzt einen auf häusliche Gewalt zu machen. Ist einfach nur eine Frechheit. Und wer was dagegen sagt, ist ein Frauenhasser oder was? Oder schlage ich im Zweifelsfall meine Frau? Euch geht's nicht gut. Ich find's einfach nur eklig. Und das ist nicht nur eine SPD, das sind viele. CDU habe ich auch gesehen. Feministen aller Herren Länder behaupten gerade das Gleiche, dass das passieren könnte. Und ich will es gar nicht ausschließen. Aber wenn man den Statistiken glaubt, dann schlagen 99,7% der Männer ihre
Frauenpartnerin nicht 99,7. Und da gibt es dann Feministinnen, die sind der Meinung, dass man nach den Attacken auf der Kölner Domplatte an Silvester vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 auf 16 war es, mit Verweis auf angebliche 100 Vergewaltigungen auf dem Münchner Oktoberfest jedes Jahr, einer Zahl, die komplett an den Haaren herbeigezogen war. Also Männerbashing geht immer, aber immer nur, wenn es alte weiße Männer trifft oder wie. Ich fühle mich langsam mit meinem paar grauen Haaren langsam selber als alter weißer Mann. Und ihr pisst mich an. Und ganz ehrlich, ihr geht mir am Arsch vorbei. Euch muss ich nie bekämpfen. Ihr verdummt so dermaßen mit eurer Gender-Feministen-Kacke. Ich bin für Gleichberechtigung. Ich habe Interviews geführt mit der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, also inzwischen ehemals, jetzt Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die war hier in Dresden, SPD-Wahlkampf, ich weiß nicht genau, wann das war, ich glaube Bundestagswahl 2014 im Zweifelsfall. Ich habe mich mit der Gleichstellungsbeauftragten von Dresden im Rathaus unterhalten. Die hat noch einen Pressemann dazu bekommen. Ich habe mich schon mit einigen unterhalten aus dem Rathaus. Bei der Gleichstellungsbeauftragte muss ein Brezefuzzi dabei sein, damit die Frau nicht Falsches sagt. Also, ich habe mich mit der Thematik beschäftigt und ich habe beide gefragt, sowohl die Bundesfamilienministerin als auch die Gleichstellungsbeauftragte von Dresden, was ist der Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung? Und ihr werdet es nicht glauben. Sie konnten oder sie wollten mir die Frage nicht beantworten. Wisst ihr's? Gerne in die Kommentare, ich erzähle es jetzt trotzdem, die Kurzversion. Gleichberechtigung ist Chancengleichheit, genau. Alle haben die gleichen Chancen und der, der sich mehr anstrengt, der gewinnt. Das ist Gleichberechtigung. Und Gleichstellung ist, wenn du am Ende alle gemeinsam durchs Ziel rennen lässt. Das heißt, egal wie sehr du dich anstrengst oder wie faul du bist, am Ende gehen alle gemeinsam über die Ziellinie. Und darauf soll man eine Gesellschaft aufbauen. Nicht auf der besten Auslese, sondern dass, egal ob du gehbehindert bist oder ein Supersportler, am Ende alle gemeinsam über die Ziellinie rennen. Was ist das für eine Schwachsinnseinstellung? Sowas ist für mich Gutmenschentum. Man will was Gutes, aber man verhindert einen Fortschritt ohne besten Auslese, weil man meint, alle Menschen sind gleich. Nee, ich bin nicht gleich wie alle Menschen, wie alle anderen Menschen. Ich bin ein Individuum und ich habe Individualrechte. Und es gibt keine Kollektivrechte für Frauen und für Männer. Es gibt Menschenrechte und die müssen gewahrt bleiben. Und die gelten für alle Menschen ohne Ansehen von Geschlecht, Religion, politischer Richtung, whatever. Und auch daran knabbern einige, nicht nur Feministen, auch die ganz Linken und die ganz Rechten. Und deswegen müssen wir alle gemeinsam nicht nur guten Willens sein, sondern im Zweifelsfall das Maul aufmachen und von Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch machen und auch von dem Recht, sich aus öffentlich zugänglichen Quellen ungehindert informieren zu können. Und es funktioniert nicht, wenn Menschen aus dem Diskurs ausgeschlossen werden. Dazu gehört unter anderem der Herr Dr. Wodak, ehemaliger SPD-Politiker, was ist er, ich glaube Lungenfacharzt, hat ein Gesundheitsamt geleitet. Und ich bin nicht mit allem einverstanden, was er gesagt hat, aber er hat valide Kritik gebracht, unter anderem an den Testverfahren und an deren Auswertung oder an den nicht vorhandenen Tests. Einige seiner Punkte waren valide. Er hat es teilweise an vermeintlich falscher Stelle geäußert und wurde daraufhin bei Transparency International aus dem Vorstand abberufen, beurlaubt, suspendiert, wie auch immer, weil er bei den falschen Leuten das Richtige gesagt haben könnte. Das ist nicht meine Vorstellung von Meinungsfreiheit. Man muss auch andere Meinungen aushalten können. Und ich habe in letzter Zeit sowohl mit jemandem diskutieren wollen, und zwar telefonisch, nicht nur per Chat, der der Meinung war, dass man von Menschenrassen sprechen sollte. Der hat gemeint, er hätte keine Zeit, mit mir mal zu telefonieren. Und per Chat muss ich sagen, nee, ist nie. Und kürzlich hatte ich einen, der war der Meinung, dass ein beleidigender Zettel an der Autoscheibe, wo eine Familie mit, ich glaube, eine Mutter kommt aus Vietnam, beleidigt wurde, sie würden hier den Sozialstaat missbrauchen. Es wurde von ihm als Rassismus bezeichnet. Das ging aus dem Zettel gar nicht hervor und aus dem SZ-Artikel, der hinter der Bezahlschranke war. Aber der war der festen Überzeugung, das muss man Rassismus nennen und damit wird es richtig dramatisch. Nee, das ist im Zweifelsfall eine
plumpe Beleidigung und im schlimmsten Fall ist es Fremdenfeindlichkeit. Das macht die Sache nicht besser. Aber wer ständig von Rassismus redet, der glaubt doch irgendwie an Rassen. Und ich glaube nicht an Rassen. Ich halte es sogar für kompletten Blödsinn, davon zu sprechen. All diese Leute hängen sich gerade an die Coronavirus-Debatte und wollen ihr Schärflein abbekommen. Schärflein schreibt man übrigens mit E. Ich habe es erst mit Ä geschrieben. Nachgeguckt, Internet hilft. Schärflein mit E. Ja, jetzt sind gute 10 Minuten rum. Rant 4 ist zu Ende. Ich sitze inzwischen in meinem Zimmer auf dem Sessel, auf dem Bürostuhl, auf dem gemütlichen und genieße die Sonne und ich werde jetzt lesen von Jean-Paul Sartre Die Fliegen. Da geht es um den freien Willen, den man sich einmal von den Göttern erkämpft, nicht wieder von den Göttern nehmen lässt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag.